Mielke-Schwestern. Die holen mich ab. Ach, Frau Lose, ich hab ja gar nicht gewusst, dass Ihr Mann zu Hause ist. Willst du guten Tag sagen? Nö, ich bleibe hier liegen, ganz still und friedlich. Kaffee ist in der Thermosflasche, Wurstbrote sind im Kühlschrank. Hast du gehört? Ich habe es gehört. Guten Tag, Frau Mielke. Guten Tag, Frau Lose. Ach, Frau Lose, ich wusste ja gar nicht, dass Ihr Mann zu Hause ist. Tag, Frau Mielke. Nett, dass Sie wieder mal bei uns sind. Sie krank? Mein Mann hat sich nur ein bisschen hingelegt. Haben sich mal ein paar Tage freigenommen. Das ist sehr vernünftig. Das stimmt nicht ganz, Frau Mielke. Ich bin im Ruhestand. Ach, Brigitte, Herr Lose ist im Ruhestand. Das wussten wir ja gar nicht. Warum kommen Sie denn nicht mit, Herr Lose? Ja, warum soll er denn nicht einfach mitkommen? Nein, nein, wir sind wir doch brauchen doch mehr Männer für unsere Kultur. Ich habe ja für Frau Wilbrink etwas mitkommen. Das ist wirklich sehr liebenswürdig, aber meine Frau meinte, ich sollte mal... Mein Mann interessiert sich nicht für Dichterlesung. Das ist ja ganz was Neues. Wir haben doch besprochen, dass du mal gemütlich zu Hause bleiben wolltest. Na, das kann er ja nun immer noch, Herr Lose. Na, dann ziehe ich mir schnell was über.